Dr. Claudia Hennig aus Bonn berät Patienten jeden Alters und hat das Gerät sogar schon bei Kindern und Studenten erfolgreich angewendet. Gefahren oder Nebenwirkungen konnte sie bis jetzt nicht erkennen. Man kann es in der Geriatrie einsetzen, man kann es in der Rekonvaleszenz einsetzen, in Reha-Einrichtungen. Also ich setze es in meiner Praxis ein und ich setze es sehr gerne ein, weil ich doch früher bei den Sauerstofftherapien immer auch ein bisschen schlechtes Gefühl hat, ob man jetzt nicht doch eher oxidativen Stress produziert. Hierbei ist es wirklich wie das Atmen von frischer Wald- und Seeluft. Und der Patient, also ich war ja anfangs auch skeptisch, wie man ja jeder neuen Methode gegenübertreten sollte, aber die Patienten haben eigentlich eindeutig Erfolge gezeigt. Letzten Endes geht es darum zu gucken, wem kann ich durch eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers eben helfen. Das fängt bei Kopfschmerzen an, das geht über schwankendes Sehvermögen bis eben hin zu chronischen Schmerzzuständen, zu chronischen Entzündungen, Regenbogenhautentzündungen, immer wiederkehrende Bindehautentzündungen. Das therapeutische Spektrum ist immens und eben wirklich nicht nur auf die Augenheilkunde begrenzt. Deshalb haben wir auch zunehmend Patienten, die uns wegen dieser therapeutischen Möglichkeit aufsuchen und gar nicht mal jetzt mit irgendeinem Augenproblem zu uns kommen.